Hallo und herzlich willkommen bei Spaß mit Flaggen. Tot, leben. Das ist jetzt ein Stitch, das ist halt so ein Typ, der malt voll gut, so, der macht das beruflich so professionell und so und der redet gerade über das Bild. Er spricht über die Komposition, er kreidet das auch alles gerade ganz schön mit Rot ein und sagt, das hier ist falsch, ihr müsst da, ne, also er sagt halt, im Prinzip geht es um dieses Bild. Ups, das ist falsch. Hier in der Mitte, das ist ein Baum, so. Wenn wir jetzt ganz weit zurückzoomen, ganz weit zurück, dann steht der Baum beleuchtet im Vordergrund und die Statue nicht. Und das sollte ja eigentlich, also das Bild heißt The Two Hero Tomb, also Heldengrabsteinstätte, wie auch immer. Also sollte der ja auch im Fokus stehen, aber das tut er halt nicht. Das ist das Overpaint von dem Dude hier, okay? Ist super verpixelt, ist halt ein Screenshot aus dem Video und ist schon ziemlich gut. Was hat er gemacht? Erstmal im Vordergrund hat er den Baum weggemacht, wie so eine Vignette oder wie man das nennt, um das Bild zu umrahmen. Sehr schlauer Move. Statue mehr in die Mitte gerückt. Dann steht auch tatsächlich der Tomb in der Mitte und nicht nur der Baum. Wir gehen da jetzt selbst nochmal drüber und interpretieren das Ganze auf unsere eigene Art und Weise. Farblich und kompositorisch natürlich alles schön und fein, aber es erzählt irgendwie immer noch nicht so die spannende Story. Da ist halt eine Statue von einem König, I guess. Und ich will euch definitiv mit diesem Video was ganz Wichtiges, Künstlerisches, Wertvolles beibringen und überhaupt keinen Quatsch machen oder so. Das ist ein ganz ernstzunehmendes Video gerade. Naja, der chillt halt auf diesem Stein. Aber dieser Stein, machen wir den, kopieren wir den und pasten den. Und dann schieben wir den einfach so in die Mitte. Und dann machen wir den auch ein bisschen größer, weil ich finde, Tomb sollten immer so ein bisschen größer sein. Ein Tomb reicht, glaube ich schon. Machen jetzt erstmal hier wieder ein bisschen blau hin. Ein bisschen blau. Weil das ist halt das ist genau das Blau, was wir brauchen, um zu wissen, was wir wissen wollen. Eigentlich habe ich nicht viel gemacht, außer den ganzen Bombs in die Mitte zu setzen. Wenn ich mir die Values angucke, ne, dieser Baum stört natürlich echt extrem hier links. Der sieht crappy aus, so mit dem ganz grünen Grün und diese Form da drin. Das ist es nichts. Nee. Ist nicht, sorry. Der Baum ist es nicht. Die Statue ist ganz gut geworden, der Baum ist es nicht. Warum ist da dieser Baum direkt vor seiner Nase? Ist da jetzt auch kein richtiger Weg? Aber dafür so eine monumentale Statue dahin zu stellen, finde ich schon ein bisschen weird. Es ist sus. Es ist sus, oder? Ich bin doch nicht allein damit. Hier irgendwie, als wenn er sich freuen würde. Yippie, oder? Wenn er jetzt noch so ein Happy Face bekommt. Einfach, weil es auch düster macht. Es ist halt einfach, dass der düster Wald. Oder ist der Begriff patentiert? Ist nicht der Düsterwald. Ist ein normaler Wald, der düster ist. Ja, so, jetzt haben wir da halt diesen Curse-Baum stehen. Also jetzt sind wir schon so weit gegangen. Jetzt können wir ihm, glaube ich, auch Zähne geben. Ich meine, Zähne bedeutet theoretisch auch, dass er essen kann. Er klettert halt ab und an mal so ein kleines Eichhörnchen. Der Dutz. Er stört mich ja schon die ganze Zeit. Macht jetzt nicht mehr so richtig viel Sinn, dass der Typ da irgendwie mit einem Schwert... Was soll er gemacht haben? Soll er die Ehre der Bäume verteidigt haben? Offensichtlich ist der Baum, der hat es schwer zu laufen, Leute. Der hat wirklich Probleme, sich fortzubewegen, hat aber den ganzen Weg auf sich genommen, um an diesem Denkmal zu sein. Der Baum bewundert natürlich keinen Krieger. Macht gar keinen Sinn. Der hat ein Schwert in der Hand, der macht Bäume klein im Krieg und im Kampf. Das ist nicht gut für Bäume. Die mögen das nicht. Warum sollten die da hingehen? Macht gar keinen Sinn. Also, was macht denn Sinn? Ganz einfach, das zeige ich euch jetzt. Also die Idee hinter dem Ganzen war im Prinzip, also den einzumalen, der eine Zimmerpflanze am Leben erhalten konnte und dem holte ich dieser Baum. Bäume können sich schlecht um Statuen kümmern. Ja, das ist eigentlich die ganze Bildidee gewesen. Ich muss aber sagen, jetzt im Nachhinein, ist dieser Baum echt cursed so? Also kann ich, glaube ich, so nicht stehen lassen. Das sieht echt gruselig aus. Deswegen machen wir das so. Ja, ich will sagen, wir brennen den einfach runter. Den Baum müssen wir leider niederbrennen. Also ich bin jetzt fertig und wie man sehen kann, weiß ich auch nicht. Da sind Dinge passiert. Ich weiß auch nicht. Also guckt vielleicht das Overpaint von dem anderen Dude. Und dann viel Spaß und haut rein. Tschüss.